und herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Let's Play Together Imperium Galactic Survival. Wieder mit dabei, die Susi. Moin. So, wir wollen da ja nochmal hin. Oh, jetzt habe ich zu viele Fenster hergestellt. Egal. Weil wir wollten ja hier oben nochmal das dicht machen. Blopp. Naja, genau. Einmal. Das ist es. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Somit haben wir unsere acht Fenster hier drin. Zweimal fehlt uns hier unten noch die Pflanzbeete. Die wollte ich auch noch bauen. Pflanzbeete? Ja, zwei Stück brauchen wir noch. Okay. Die sind, glaube ich, hierbei. Genau, nicht aus Holz, sondern aus Beton. Zwei Stück. So, das ist fertig. Wie viele haben wir? 240 Multiladungen haben wir jetzt. Machen wir Hälfte, Hälfte, ne? Kannst du dir deine 120 rausholen? Da machen wir. Bin ich bei. Multiwerkzeug T2 hattest du schon oder noch nicht? Nee, das hatte ich noch. Du hast es noch das T1, ne? Ja. Ja, warte mal ganz kurz. Dann habe ich ja jetzt auch alle Waffen bei mir drin. Sturmgewehr, Bohrer, Pulsgewehr, Scharfschützengewehr, Schrotflinte, Multifunktion T1. Genau, was anderes haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Ich habe das T2 bereits. Dann lasse ich das T1 tatsächlich hier. Du hast das T2 schon. Ja. Das hast du doch gefunden. Stimmt. Du hast mir das gegeben. So, dafür lasse ich denn das andere. Wir müssen mal eine Kiste bauen, wo die alten Waffen reinkommen. Ja, diesen Dekonstruktor, aber dafür müssen wir hier halt den besseren Konstruktor bauen. Ja. Flop. So, deine 120 Multiladung solltest du mitnehmen. Moment bitte, ich wollte erstmal das eine wegmachen. Die ist hier drinne, ja? Mhm. Wo ist die? Schwarz mit grün, ein Streifen an den Seiten. Sieht so ähnlich aus wie die Bohrerladung. Multiladung heißt die, ne? Genau. Alles klar, habe ich. Die brauchst du, soweit ich das weiß, auch für dein Pulsgewehr. Okay, aber ich nehme das jetzt nur für das zum Auseinandernehmen. So. Nein, das Pulsgewehr braucht normale Dingensmunition. Munition, warte mal, Pulsgewehr. Hat auch so ein schönes Zielfernrohr. Pulsgewehr, da ist er. Oh. Boah. Das ist eine coole Waffe. Was hast denn du dafür eins? Das Pulsgewehr. Wo siehst denn du daran, dass das ein cooles Ding ist? Ich habe gerade geschossen mit. Ja, ich habe auch geschossen. Ja, hast du gehört, ne, wie schnell der schießt. Rutt. Mhm. Ja, ist aber auch ganz fix die Munition. Ja, gut. Da die aber nicht so teuer ist. Und wie guckst du damit durch das... Durch Zielfernrohr? Ja. Rechte Maustaste und dann mit dem Scrollrad kannst du ranzoomen. Nee, das macht er bei mir nämlich nicht. Darum frage ich dich nämlich. Wenn ich damit scrolle, dann habe ich meine Leiste. Nein, du musst es gedrückt halten. Rechte Maustaste. Ja.
Ja. Und dann zielst du, dann hast du das Zielfernrohr und bei gedrückter Maustaste scrollen. Nein, macht er bei mir nicht. Nein, deswegen habe ich gefragt. Rechte Maustaste? Ja, geht bei mir auch bei dem T2 Sturmgewehr. Genau so. Okay. Dann hast du eine andere Tastaturbelegung. So, aber lass uns loslegen, dass wir die 7 Kilometer da zurücklegen. Ja. Schade, dass man sich von da nicht umdrehen kann. Jo, dann los. Gib Jos. Zerlegen wir mal eben noch die Station. Ja, klar. Ja, beide mit T2. Ja, das dürfte schnell gehen, ja. Schauen wir mal, ob das schnell geht. Ja. Boah, voll auf diesen Käfer raufgefahren. Lass doch die armen Käfer in Ruhe. Wirklich. Überfahr lieber Schnecken. Ja, nee, da bleib ich ja drin hängen. Bleibst dran kleben, meinst du, ja? Kann sein, dass ich da dann nicht weiterkomme. Fahre ich mal so ein bisschen weiter in der anderen Richtung rum. Aber so irgendwelche Schluchten oder was, die gibt es hier aber überall, ne? Ja. Bisschen Verfahren eben. Ja, ich fahre dir genau hinterher. Wenn du in der Schlucht fällst, falle ich auch. Hey, du hast die Möglichkeit noch zu bremsen. Ich bin vor dir. Ah, diese kleinen Stinkerchen hier. Vorsicht, da kommt ein Abgrund, wenn du da weiter so fährst. Ah, wieder die kleinen Tierchen hier. Der Abgrund, den haben wir eben rechts liegen lassen. Okay, super. Was war jetzt? Das sind keine Eier, sind Pflanzen. Jetzt hast du mal eine genommen, ja? Ja. Das ist Gemüse. Okay. Weitergefahren? Ich bin weitergefahren, ja. Okay. Du musst mich einholen jetzt. Das wird schwierig. Ja. Der Weg, der führt dahin 1,6 Kilometer noch. Ich habe noch zwei. Alles gut.
aber von Weitem sahen die Dinger wirklich aus wie Eier, ne? Aber das scheint irgendwie so eine Pilzart zu sein. Okay. Naja, gut, essen möchte ich sie auch nicht. Es ist Gemüse. Wenn du sie einsammelst. So, und Gemüse brauchen wir ja. Ja, ich wusste es, ich umfahre alles so schön und im letzten Moment fliege ich doch noch in so ein Loch rein. Was wollte ich denn sagen? Wir hatten ja einen privaten Eingang, hast du gesagt, ne? Mhm. Und du weißt nicht mehr, wo er ist? Ich brauche nein, weiß ich nicht wirklich. Ich höre dich aber. Nehme ich. Das Pulsgewehr nehme ich jetzt. Und der Flammenwerfer kommt da hinten hin. So. Und Abbautool. So, irgendwo hier. Hier war das Loch. Was ist passiert? Ich habe vergessen, mein Jetpack einzuschalten. Bist du schon im Loch drin? Ich bin unten, ja. Hier ist es. So. Okay, dann geht's jetzt mit dem Neuner. Gehst bloß einmal lang und dann hast du es schon. Klasse. Das habe ich gehört. Wo war das? Ja, oben. Das muss irgendwo oben gewesen sein. Einsammeln, schnell. Ja, aber das ist die ganze Basis.
Okay. ich würde sagen. Was war das? Das ist ja schon fast leer, das Ding. Ja? Klasse. Ich gehe mal nach oben, weil oben ist so viel zusammengebrochen jetzt eben. Ja. So viel? Alles oder was? So gut wie. Wo bist du? Alles, es ist ja nichts mehr da. Wo ist denn das Loch hier, wo man hochkommt, sag mal? An der Wand. Boah, die ganze Stadt. Okay. Nicht. Ja, nun geh doch nicht schon wieder nach unten, Zipfchen, ey. Ach, das glaube ich alles nicht hier. Kommen wir da nicht hoch, ne? Irgendwie haben wir jetzt ein bisschen Mist gebaut, oder? Warum? Weil wir da nicht hochkommen. Wo kommt man nicht hoch? Hier auf dem Raumschiff, also was da oben jetzt in der Luft hängt. Das reicht nicht bis da oben hin. Ja, klar auch. Jetzt falle ich hier wieder rein. Oh, was hast du denn damit jetzt gemacht? Oh, renne, 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 renne. Renne. Was habe ich damit gemacht? Abgebaut. Halt, das will ich auch noch. So. Platten, Titanplatten, alles bei. Ja, wichtig sind Titanstäbe.
Heilung, mal gucken. Nein. Schade. Ja, das ist wirklich schade. Aber ich habe, was ist denn hier drinne? Eine Phönixfarnwedel, was immer das sein soll. Und 32 mal Zement. Ja, Zement ist klar. Und gepanzerte Fenster habe ich einmal. Okay. Boah, das hätte ich auch nicht. Also muss ich mal dazu sagen. So. Das war's. Irgendwo war hier der Ausgang. Ach, da. So, vielleicht kannst du mir jetzt helfen. Ich schieße das da oben runter. Ja. Und ich sammle das auf, oder was? Ja, Moment. Das wird eher was eher hier vorne bei dem was. Gebrochenes Bein. Na klasse. Hast du alles bei? Traumakit brauche ich dafür. Habe ich natürlich nicht. Jetzt habe ich mir auch verletzt, aber es ist mir shit egal. Ja, nur leider war jetzt ich noch nicht da. Macht nichts, aber erstmal. Ja, nee, dadurch despawnt das ja jetzt alles hier. Ja, ich bin nicht mehr rangekommen. Ich kann nicht schnell laufen. Okay. Kommt da noch was runter, dann bleibe ich nämlich hier unten. Moment, ich muss jetzt erstmal warten, dass mein Jetpack sich wieder füllt. Habe ich noch irgendwas zur Gesundheit? Ja, habe ich. Das. Und das. So. Moment, warten und. Nee, ich komme nicht hoch genug. Nee, ich komme nicht mehr hoch. Durch mein gebrochenes Bein wahrscheinlich. Warte, dann probiere ich das mal. Ich werde mal da hochgehen. Ich kann ja auch meinen. Oh, Zäffchen, ey, stell dich doch nicht so an. Also, das ist ja unglaublich. War sehr hoch, wa? Also, muss ich ja mal sagen. Kommst du auch nicht dran, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken. Zerlegt, zerlegen. So, aber ich will jetzt mal mein Pulsgewehr ausprobieren hier. Ja. Oh, was war das denn für ein Tier? Ja, so einer von diesen Krieche-Dingern da. Nee, geht nicht. Das geht nicht. Das ist aber auch doof, dass das alles in der Luft hängt, ne? Ja, normal müsste es runterfallen. Das so, muss und dann will ich mal die Kettensäge ausprobieren. Kann ich nicht ausprobieren, ich habe keinen Biotreibstoff dabei. Die brauchen mich Biotreibstoff. Hatte ich extra hergestellt. Na klasse. Komme ich nicht ran. Ich habe das gehört. Bist du jetzt tot? Nein, ich habe das Bein das zweite Mal gebrochen. Ah ja.
wie immer das funktionieren mag. Ja, aber jedenfalls haben wir das Ding auf die Schnelle zerlegt. Genau, nur das, was ich gehofft hatte, nämlich mit diesen Titanstäben, das hat halt nicht geklappt. Ich sehe dich, was machst du da? Ressourcen sammeln. Okay. Das geht ja recht flott. Gut, aber ich schwinge mich wieder aufs Motorrad. Ja. Fahr zurück, weil zu Hause haben wir, glaube ich, sowas wie ein Trauma-Kit oder zumindest könnten wir es herstellen. Mal, ich muss erst mal gucken, wo zu Hause ist, wo bist du nicht, dass du hier wieder abhaust und dann stehe ich hier wieder. Welche Richtung? Weil ich habe sie nämlich nicht dran. Moment. Das hier werde ich jetzt mal den Wegpunkt löschen. Entfernen, genau. Du musst im Grunde erstmal zusehen, dass du Richtung Osten kommst. Okay. Aber da wir ja noch ziemlich leer sind, was hältst du denn davon, wenn wir mal Richtung Süden fahren? Ja, können wir auch, das wäre da lang. Na, oder? Nee, komm, lass uns erstmal nach Hause fahren. Ich will mein gebrochenes Bein erstmal versorgen. Okay. Geht auch langsam, also meine Nahrung geht auch langsam ganz gewaltig in den Keller. Ich hoffe, ich schaffe das noch bis zu Hause. Dann werde ich mal gucken, ansonsten nehme ich dein Motorrad mit. Fischerin hinter dir hinterher. Das auch noch. Die kleinen Scheißerchen. 132 noch. 138. Und wie war das? Wenn nicht, bin ich schnell zu Hause. Hast du noch? 97.
Das 97, 80, ich meine, wie viel Prozent du noch fürs Hungern hast. Ich bin auf 80 jetzt runter. Jetzt wird er rot, 74. Wasser? Wo muss ich lang? Eigentlich müssen wir genau drüber. Das ist das, was mir vorhin passiert ist. 41, 40. Boah, das geht aber schnell. Ja, ich habe ein gebrochenes Bein. Ja. 32. Das hat es aber geschafft. 19, 18. Muss schnell machen, muss schnell machen. Oh, ich bin im Wasser. 70. Habe ich gehört. 126. So, das gebrochene Bein repariere ich wie? Wow. Irgendein Kit. Detox, Deko, Trauma-Kit. Los. Oma. Ja, Bau, 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 Bau. Wir haben alles dafür da. Bau schneller, Junge. Vierhunderteinundneunzig. Wenn du hier oben in die Krankenstation reingegangen wärst, hätte dir das nicht auch geholfen? Dann hätte ich wahrscheinlich das Trauma-Kit nicht gebraucht. Das habe ich bisher ja noch nicht benutzt. Okay. So. Ja, Gesundheit ist wieder voll, aber das gebrochene Bein ist noch da. Okay. Das dauert auch noch 62 Minuten, wenn ich nichts dagegen tue. Jetzt hast du es belegt. Das ist schlecht, weil dann Ja. produziert er nicht weiter. Doch, Ja. ist fertig produziert. Ich bin durch. Ja, gut, aber ich muss ja trotzdem mein Zeug wegnehmen. Ja. So, da ist es. Gesundheit steigt.
gebrochenes Bein ist repariert. Ich bin wieder fit. Das ist schön. Alle Werte. Ja, Nahrung auf 474, aber das brauche ich ja nicht voll hochpushen. So, aber was ich gesehen habe. Klasse. Milch haben wir reichlich. Und Fleisch haben wir auch reichlich. Sehr schön. Alles schön produziert. Jo. Gut. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.